Im vergangenen Jahr haben die Krypto-Startups Rekord-Fundings und Rekordbewertungen erzielt. Warum damit jetzt Schluss ist und wie es für die Krypto-Startups weitergehen könnte. Dieses Jahr war davon gekennzeichnet, dass die Kurse von Kryptowährungen und Tech-Aktien gemeinsam in den Keller gerauscht sind. Was nun aber auch immer mehr in den Fokus rückt, das sind die Unternehmensbewertungen der oftmals noch jungen Unternehmen, der Startups, die eben nicht als Aktie gehandelt werden und auch keine eigene Kryptowährung haben. Und diese Bewertung, die kann man natürlich eben nicht sekündlich im Chart nachverfolgen. Die wird dann immer nur dann ja offensichtlich, wenn überhaupt es öffentlich gemacht wird, wenn eine neue Finanzierungsrunde ansteht. Und diese Bewertungen, die wir da hatten in dem letzten Jahr oder davor auch, die stehen nun immer stärker zur Disposition. Soll bedeuten, dass angesichts des neuen Umfeldes auch diverse Startups natürlich, aber auch vor allem die Krypto-Startups Gefahr laufen, eben diesen Anstieg ihrer Bewertung mit eben immer höheren Fundings nicht umsetzen zu können. Die Folge wären sogenannte Flat Rounds oder Down Rounds. Soll bedeuten, dass die Bewertung der Startups stagniert oder sogar reduziert wird, damit diese Startups eben noch an frisches Geld von den Investoren kommen. Und der mit Hauptgrund ist natürlich, dass das Geld immer teurer wird. Und umso teurer das Geld wird, umso schwieriger wird es für risikoreiche Assets, die noch keinen Cashflow besitzen, die defizitär sind. Und das trifft natürlich eben auf Tech-Werte, Kryptowährungen, respektive Start-ups dann auch sehr zu, denn sie verbrauchen mehr Geld in der Regel, als sie einnehmen durch ihre Produkte oder Dienstleistungen. Und das ist eben das Problem, wenn der Zins steigt, und der Zins ist nun mal der Preis für das Geld, dann steigen auch die Opportunitätskosten für die Investoren, ihr Geld in diese Anlagen zu stecken, anstatt es eben vielleicht in dividendenstarke Aktien zu investieren, die ja gerade auch profitieren. Verstärkt wird dieser Effekt durch das generell schlechte Makroumfeld, durch die hohe Unsicherheit an den Märkten. Also die Wahrscheinlichkeit einer Stagflation, gar Rezession, die wird immer höher eingeschätzt. Dabei merken Sie auch selbst, dass die Inflation wirklich gefährlich wird. Wir merken sie alle im Portemonnaie, und das löst eben solche Ängste auch aus, die Investoren dazu verleitet, eher defensiv zu werden, in die Werte zu gehen, die eben auch Geld verdienen, die profitabel sind, und dazu gehören Startups in aller Regel nun mal nicht. Und da dürfen wir auch nicht vergessen, dass die Bewertungsniveaus, von denen wir kommen, auch einfach gigantisch hoch sind. Also die Fallhöhe ist eben auch ja riesig, wie gesagt. Denn im letzten Jahr ist so viel Geld in den Sektor geflossen, bei allen Startups, aber auch vor allem bei den Krypto-Startups, wie noch niemals zuvor. Nur um eine Ahnung davon zu bekommen, welche Größenordnung es hier geht, im letzten Jahr ist über 25 Milliarden US-Dollar von eben vor allem Wagniskapitalgebern, sogenannten VCs, in die Krypto-Startups investiert worden, während es im Jahr zuvor, im Jahr 2020, nur etwas über 3 Milliarden US-Dollar waren. Also wir haben hier Riesensprünge gehabt, sodass das Umfeld unter den Investoren, unter den Wagniskapitalgebern teils schon sogar sehr kompetitiv war. Also man hat das Geld im letzten Jahr teilweise in Startups, wie gesagt, hinterhergeworfen, aber die Bewertungen konnten sehr hoch angesetzt werden. Die Fundings waren, wie gesagt, allesamt rekordverdächtig, weil eben einfach, ja, zu viel Geld im Markt war und der Kampf um gute Startups sehr, sehr groß. In der BTC Echo Redaktion sind wir zum Teil kaum noch nachgekommen im letzten Jahr bei den ganzen Rekordmeldungen. Fast jeden zweiten Tag gab es ein neues Krypto-Unicorn zu vermelden, das in einer Funding-Runde 100 Millionen plus eingesammelt hat. Und da sind dann fast schon ja kleinere Finanzierungen unter 50 Millionen gar nicht mehr genannt worden dann irgendwann. Also schon ein sehr aufgeheiztes Marktumfeld. Man erinnert sich nur an den FTX zum Beispiel, an die Kryptobörse, über 900 Millionen an Funding eben, also nicht die Bewertung, sondern Funding. Oder auch Sorare mit den NFT-Fußball-Sammelkarten hat auch eingesammelt, fast 700 Millionen US-Dollar. Also da ist gigantisch viel Geld zugeflossen, entsprechend auch die Bewertung sehr schnell gestiegen. Und das fängt jetzt an zu bröckeln in diesem neuen Umfeld eben. Man hört von der Politik hier auch auf das Wort Zeitenwende, das sich eben auf verschiedene Sektoren jetzt auch niederschlägt und vor allem eben klar auch im Finanzierungsbereich durch die steigenden Leitzinsen. Und da haben viele andere Medien, also Handelsblatt, Kapital,
Finanzszene, Business Insider und so weiter und so fort, die berichten eben auch schon seit einigen Tagen, seit 2, 3 Wochen kann man sagen, schon verstärkt eben auch über die Startup-Szene und ihre Finanzierungsschwierigkeiten. Also sehr prominent war zum Beispiel Klarna, dass das Fintech, das eben angeblich zumindest auch ein Drittel ihrer Bewertung kürzen musste. Angeblich, auch das ist jetzt nicht bestätigt, rumort es auch schon bei einer Trade Republic oder N26 oder zumindest sah es da in der Vergangenheit auch schon ein bisschen schwieriger aus, was eben in einem Handelsblatt-Artikel dort auch geschrieben worden ist. Und das ist eben ja, von vielen Meldungen begleitet, eben auch bei etwas kleineren Startups, also das Banking-Startup Kontist wäre hier zu nennen, die 20% ihrer Belegschaft entlassen haben. Und jetzt eben auch im Kryptobereich die Kryptobank Nuri aus Berlin. Auch die hatte jetzt kürzlich verkündet, eben leider 20% ihrer Belegschaft gehen lassen zu müssen, weil es eben ja ein so schwieriges Umfeld geworden ist. Und ich hätte dazu auch mit der Geschäftsführerin von Nuri gesprochen. Gerne hier auch nochmal sich durchlesen, welcher Hintergrundinformationen es da eben auch gibt dazu, wie das Ganze abgelaufen ist, nach welchen Kriterien man jetzt hier auch die Entlassung ja vornimmt. Und das zeigt auf jeden Fall, es weht ein anderer Wind im Startup-Bereich. Entsprechend können die Startups froh sein, die noch im letzten Jahr viel Geld einsammeln konnten, damit jetzt erstmal länger durchkommen, also 1, 2 Jahre vielleicht, bevor sie dann wieder eine Anschlussfinanzierung brauchen. Denn alle anderen, wie gesagt, die haben es jetzt immer, immer schwieriger. Natürlich ist es dir wichtig, verlässliche Partner zu haben, also Kapitalgeber, die natürlich dann auch erstmal schauen, ihr eigenes Portfolio zu schützen, bevor sie jetzt wieder nochmal in andere Startups investieren. Also auch hier sicherlich ein eher defensiver Modus. Natürlich kann man auch das nicht pauschalisieren. Es gibt auch hier immer Unterschiede. Sicherlich die reinen Krypto-VCs natürlich, die werden auch weiterhin eben in Krypto-Startups investieren. Und natürlich gibt es auch immer einen Andreessen Horowitz zum Beispiel, der einfach trotzdem Milliarden einsammelt und die wieder verteilt. Also es trocknet hier nicht komplett aus oder so. Diese Angst muss man auch nicht haben. Aber es wird zumindest viel, viel, viel härter, eben an das Geld zu kommen, zu einer anständigen Bewertung, da hier einfach diese Zurückhaltung ist. Und das ist natürlich wiederum auch ein Unterschied bei den ganz, ganz Großen, also einer Binance, einer FTX, die natürlich auch einfach auf einem riesen Haufen Geld sitzen, kann man sagen, die ja auch Geld verdienen. Das muss man dazu ja auch sagen. Das sind ja auch Kryptounternehmen, die ja durchaus profitabel arbeiten können. Ja, im Gegensatz zu den meisten normalen Startups, die ja immer eine Burnrate haben, also eben mehr ausgeben, als sie einnehmen. Und das ist bei diesen großen Kryptobörsen natürlich etwas anderes. Auch denen geht natürlich irgendwann mal das Geld aus, wenn sie weiterhin so teilweise prollig werben, wie sie es getan haben. Also man erinnere sich hier an den Super Bowl, wo Millionen ausgegeben worden sind, an die Formel 1. Es gibt, ich glaube, nur noch einen Rennstall oder so, der keinen Kryptosponsor hat. Alle anderen haben eben einen Kryptosponsor wie Binance, wie Crypto.com natürlich auch hier, die ja auch Sponsor bei der FIFA sind. Also auch das nicht ganz so günstig gewesen, glaube ich. Das ist teilweise etwas auch für meinen Geschmack zumindest überzogen, wie hier Geld ausgegeben wird. Sehr, sehr ja, plump in meinen Augen auch, aber naja, wer es sich eben leisten kann, der kann auch in so einer Phase weitermachen. Dennoch glaube ich auch hier, dass eine gewisse Zurückhaltung im Marketingbereich bei den Ausgaben bei den Startups auch sich etablieren wird. Eher leiden drunter, glaube ich, werden eben vor allem die kleineren Startups, die 10 Millionen oder auch oder bis zu 100 Millionen bewertet sind, die noch nicht so einen starken Stand haben, die auch immer ja, noch öfter irgendwo anklopfen müssen bei den VC-Investoren, um eben dann neues Geld zu bekommen. Also gerade für die, glaube ich, für die etwas kleineren ist es dann noch schwieriger, wenn man dann auch eine hohe Burnrate hat, um an frisches Geld zu kommen. Angesichts des schwierigen Funding-Umfeldes melden sich immer mehr ja, Star-Investoren oder auch VC-Größen zu Wort und vergleichen die aktuelle Situation oder die noch auf uns zukommt mit der Finanzkrise von 2008 oder eben dem Platzen der Dotcom-Bubble. Beides hört man immer, immer häufiger in, ja eben in Interviews. Und so hatte beispielsweise auch Rocket-Internet-Chef Samwar in einer Rundmail geschrieben, dass die Unternehmen, die sie jetzt nicht eben sofort Maßnahmen ergreifen, dass die im Zweifel sterben werden. Also eine sehr radikale Wortwahl hier auch. Habe ich es bei LinkedIn gesehen, da geht gerade die Präsentation auch um von Sequoia Capital, also dem weltberühmtesten ja, VC, kann man sagen, wo dann auch der Titel ist RIP Good Times von eben 2008.
ist das eine Präsentation und dort wird dann eben auch empfohlen, den Startups wirklich das Geld zusammenzuhalten, bei den Bewertungen realistisch zu sein, aktiv M&A-Deals anzustoßen. Also hier wird wirklich ja schon doch gerade in den USA dann doch sehr, sehr hart einiges abverlangt oder empfohlen dann auch von den Startups. Und daher denke ich, dass auch in den nächsten Monaten noch einiges auf uns zukommen wird. Wir werden wahrscheinlich mehrere Meldungen noch erleben, wo Startups eine Flat- oder Downround machen müssen, wo Belegschaft gekündigt wird. Das ist leider, glaube ich, schon sehr wahrscheinlich. Aber auch hier ist irgendwann natürlich eine Trendwende dann mit Sicherheit irgendwann zu sehen. Denn nur weil die Zinsen immer weiter steigen, ist das zwar nicht gut, aber auch da sind Grenzen gesetzt. Auch da werden dann irgendwann die Investoren natürlich schon sagen, das ist jetzt einfach attraktiv vom Preis. Und daher glaube ich schon, dass diese Innovation, die wir gerade im Kryptosektor einfach haben, de facto, dass die jetzt auch nicht zu große Angst haben braucht. Es wird halt härter, aber das hat dem Sektor noch nie geschadet, dass man mehr auf die Effizienz und auf die Kosten achten muss. Und Investoren werden auch weiterhin investieren, nur halt eben vielleicht gezielter investieren und nicht mehr so ganz so krass mit der Gießkanne, wie man das zuvor gemacht hat. Wie dem auch sei, lasse ich mir meinen Optimismus nicht nehmen, ganz im Sinne auch des ja, antizyklischen Investierens, dass es irgendwann auch wieder hochgeht, gerade wenn alles unten ist, wenn die Stimmung schlecht ist, war es in der Vergangenheit nicht der schlechteste Zeitpunkt nachzukaufen. Wen das interessiert, also gerade die Krypto-Startups, dem empfehle ich auch unseren Podcast Experts, denn dort laden wir häufig, nicht immer, aber häufig eben Unternehmensvertreter ein von diesen Krypto-Unternehmen und ja, da sprechen wir über alles Mögliche, über das Geschäft natürlich, aber auch über die Marktsituation, über spannende neue Trends und Entwicklungen, also da gerne einfach mal reinhören. Link findet ihr auch unten in der Beschreibung und dann wäre ich für heute auch durch und wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.